Ja, hallo, bei Steam Team Gaming hier auf Twitch beziehungsweise später auch auf YouTube. Mit mir der Martin, bis jetzt hat ja immer nur der Basti gemacht, jetzt bin ich auch mal dran. Und zwar spielen wir Batman, wie ihr das schon seht. Und genauso sein Batman Arkham Origins, das neueste aus der Reihe und auch das letzte, soweit ich weiß. Genau, das wird auch in Form meines Let's Plays hier auf Twitch live, beziehungsweise dann später für euch auf YouTube auch als Videos ganz normal wie gehabt. Ich will gar nicht so viel erzählen. Wir starten direkt ins Spiel. Dann solltet ihr jetzt auch gleich Ton bekommen. Genau. So, erstmal sämtliche Einstellungen hier machen. Wir spielen auf normal mit Untertiteln und Hinweisen und starten direkt rein. Ja, eine Fledermaus. Bitten die Bewohner von Gotham aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Das ist eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Captain Gordon! Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2-11. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10. Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6. Code 6. Commissioner Lopez wird festgehalten. Ja, und da ist der Best-Suit. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir. Hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. So, und da sind wir direkt im Spiel drinne. Erstmal die Steuerung hier ein bisschen verstehen. Nur nicht mehr erleben können. Tut mir ja leid. Black Mask ist lange nicht gerne unerledigt. Worauf wartest du? Wenn du es tun willst, dann tu es endlich! Hey, ich bringe ja nicht alle Tage den Anstaltsleiter. Ich werde es genießen. Nein! Bitte! Nicht doch! Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Och komm, darauf soll ich reinfallen? Probier doch mal was Originelles, du. Was glaubst du, wer du bist? Da gab's den Konter und. Ja. Zurück! Und wieder ein Konter. Tu mir nicht weh!
warum die einen mal alle angreifen wollen. Ich habe die Gerüchte gehört, aber du, dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Natürlich schön mit Originalstimmen von der deutschen Synchro-Stimme von Christian Bale. Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Lowe. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Was sollte ich denn tun? Er hat meine Familie bedroht. Er wollte... Ich habe keine Zeit, das auszudiskutieren. Aber wir wissen beide, dass das Ihre Taten nicht rechtfertigt. Stellen Sie Ihre Funkgeräte auf Kanal 13 für weitere Informationen. So, schauen wir uns mal ein Charakterprofil an. Martin Josef. Er ist Gefängnisdirektor, Direktor. 1,80 groß und 88 Kilo. Und Haut, nee, Haarfarbe ist schwarz, Augenfarbe dunkelbraun, zur Hautfarbe steht hier nichts. Gehen wir mal hier direkt weiter. Sind Black Masks Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. So, immer schön kontern, wenn die über dem Kopf blitzen. So, den kann ich jetzt verhören. Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wahrscheinlich, weil du eine schwarze Maske auf hast. Allein du. Leck mich. Für sowas habe ich keine Zeit. Okay, okay. Sie ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Klug von dir. Jetzt darfst du dich ausruhen. An alle Insassen. Eine Drohne gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Ist nicht sonderlich schwerer geworden im Vergleich zu den Vorgängern. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich sollte meinen Greifhaken benutzen, um über das Tor zu kommen. Sprüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Er trägt eine Körperpanzerung. Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verwundbar. Nicht wehtun, bitte! Ja. Achtung, Insassen! Der den Kriminellen Black Mask oder seine Untergebenen gesehen hat, benachrichtigt bitte den nächstmöglichen Sicherheitsrat. Da geht's Black so. Black Mask ist das Ziel dieses Einsatzes. Ja.
Ja, das hat ja super geklappt in dem Rutschen, jetzt klappt es aber. Vicky Vale, sogar bekannte Leute hier. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Runter. Man sagt ja Verbrechen los. Aber Taschen von unserem lieben Commissioner angucken. Die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und was habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht. Deine Tage sind gezählt, Lob! So, ganz oft drücken, damit das hier auch mal abgeht. Hier ruckelt's. Alleine hast du keine Chance. Wir müssen zusammenhalten. Die Wachen ausschalten und dann hier ausbrechen. Er geht nicht mehr. Hey, für ständige Flügel habe ich mich aber nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt so ruckelt. Ruckelt es nicht mehr. Tor auf. Nein. Gut. Sieht aus, als hätte ich ihn verscheucht. Und da ist auch schon ein Gegner weg. Dieses Explosivgel ist echt praktisch. Mal gucken, ob das immer angezeigt wird, wenn man es benutzen soll. Anstaltsleiter Joseph versichert, dass jeder, der Informationen liefert, die zu ihrer Ergreifung führen, belohnt wird. Achtung, Insassen des Todestrans. Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie in Ihren Zellen. Derzeit wird ein Polizeieinsatz durchgeführt und jeder, der außerhalb seiner Zelle angetroffen wird, gilt als Gefahr. Ja, aber wohin soll ich sie denn werfen? Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit drücken, um die Tür zu öffnen. Ah!
Und wieder raus damit. Und hoch. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Du schuldest mir was, Julian. Und das könnte... Ich finde, er klingt verdächtig nach dem Joker, also... Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das kannst du nicht machen! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Die Show ist vorbei. Aha. Okay. Ich komme zu spät. Der Commissioner ist tot. Black Mask wird dafür büßen müssen. Ja. Und mal wieder ein Kampf. Wir müssen weg mit ihm. Wohl die Speicherkarte. Die Speicherkarte ist beschädigt. Man kann die meisten Dateien wahrscheinlich in der Betthöhle lesen. Zum Glück gibt es die Betthöhle. Oh, nicht vorbei. Na? Nach dem ersten Bosskampf aus. Hab ich dich doch gewittert? Ich wusste, dass es deiner ist. So, los geht's. Tank verschirmen sollen. Wow. Oh.
deswegen den Tank in die Luft jagen. Komm. Oh. Oh. So was hab ich. Polizei. Du bist verhaftet. Nicht heute Nacht. Und weg. Ja, das gibt also keinen Batman, hä? Das scheint Commissioner Gordon zu sein. Sind Sie für heute Nacht fertig, Sir? Soll ich das Weihnachtsessen aufwärmen? Nein, es wird eine lange Nacht. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Das behauptet, Black Mask habe Killer auf mich angesetzt. So, schauen wir mal, was hier Stufenanstieg ist. Beim Erreichen einer neuen Stufe erhältst du einen Verbesserungspunkt. Hiermit können Verbesserungen freigeschaltet und Batmans Fähigkeit und Ausrüstung verbessert werden. Wähle eine von drei Verbesserungskategorien. Okay. Dann nehmen wir doch mal Nahkampf. Kampfpanzer 1.0 oder kugelsichere Panzerung. Nehmen wir erstmal Kampfpanzerung 1.0 hier und gehen zurück. Auftragskiller, Sir, und mehrere davon? Stimmt genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär. Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Huh? Dann versuch doch mal hier. Was zum... Floyd Lawton, alias Deadshot. Soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski. Nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht.
50 Millionen. Bane, hier in Gotham. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Ja. Sir, auch wenn es wohl offensichtlich ist, aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bringe sie zum Reden. Na, auf geht's, hä? Halten Sie das für weise? Ich weiß, was ich tue. Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktiviert. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Das ist doch sehr nett, Alfred. Ja, und jetzt? Wir sollen sicherstellen, dass niemand an diesem Turm herumfurzt.